Der Piraten zu diesem wichtigen Thema haben. Sie schweigen im Moment noch beredt. Sie sind vielleicht auch noch nicht dazwischen gekommen, Herr Paul. Weil unsere Zuschauer Sie, Ihre Partei und Ihr Programm noch nicht so gut kennen, möchte ich hier auch noch mal zitieren zum Thema Kinderbetreuung. Zitat also aus Ihrem Programm. Die Piraten NRW fordern, dass eine beitragsfreie Ganztagsbetreuung in wohnortnahen Kindertagesstätten mit kind- und elterngerechten Öffnungszeiten für Kinder ab dem ersten Lebensjahr flächendeckend angeboten werden. Klingt prima. Wer zahlt's? Das ist eine gute Frage. Wir sind natürlich als Newcomer-Partei zunächst mal dazu angehalten, die ganzen kompetenten Menschen, berufserfahrenen Menschen zusammenzurufen in den Arbeitskreisen und dort einfach mal ihre Vorstellungen zu äußern, was sie haben wollen an der Stelle. Deswegen haben wir natürlich auch nicht die Gesamtrechnung aufgemacht. Unser Programm ist, glaube ich, das teuerste von allen. Da kann man auch ein Stück weit stolz drauf sein. Mir hat ein Marketing-Experte mal gesagt, der Wert eines Produkts wird auch über den Preis kommuniziert. An der Stelle ist einfach, das ist unsere Vorstellung, dort wollen wir hin. Wir sagen aber nicht, dass wir schon morgen dort sein können. Es ist im Grunde genommen ein Fernziel. Wir haben ja zunächst mal die Aufgabe, für Bürgerinnen und Bürger deutlich zu machen, wo wir hinwollen und unserer Partei einen Charakter, ein Profil zu geben. So ist das Programm zu verstehen und zu lesen. Also das ist wieder so ein Punkt, wo Sie vor allen Dingen im Moment mehr Fragen als Antworten haben. Kann man aber so auf diese Weise, möglicherweise ziehen Sie am 13. Mai in den Düsseldorfer Landtag ein, kann man so verantwortungsvolle Politik machen? Auf jeden Fall. Also die Wählerinnen und Wähler, die uns wählen werden und die uns Zuspruch an den Infoständen in den Städten vermitteln, denen ist klar, dass wir nicht auf alles eine passende Antwort haben. Denen ist aber auch klar, dass wir die richtigen und unbequemen Fragen stellen an der Stelle. Stichwort Transparenz, die anderen Dinge. Also da kann man noch über vieles diskutieren. Letztlich sind wir eine Partei in der Entwicklung und wir versuchen mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam in den Arbeitskreisen festzustellen, was politisch morgen möglich ist. Und dazu gehört auch, wenn wir Bürgerinnen und Bürger und unsere Parteimitglieder näher zusammenbringen, näher an die Politik heranbringen, dann wird nachher auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ein Verständnis für die ein oder andere vielleicht unbequeme Entscheidung. Wir wollen im Prinzip Politik für alle und das ist ein sehr, sehr schwerer Weg. Aber durch die medialen Einflüsse in den letzten 20 Jahren haben sich die Randbedingungen für Demokratie überhaupt verändert. Und ich glaube, oder wir glauben, die Piratenpartei ist die einzige, die das auf dem Schirm hat. Darf ich da vielleicht einmal nochmal nachfragen? Ja, ein letztes Mal und dann würde ich gerne ein neues Kapitel öffnen. Sie interessieren sich dafür, was morgen möglich ist. Wir haben dafür ein Grundsatzprogramm, aber in den Parteiprogrammen zu einer Wahl muss man konkret sagen, was man bringt. Die Frage, die sich da stellt, ist, wenn Sie im Landtag sitzen, ich stelle mir das immer vor, ich versuche es mir vorzustellen, ehrlich gesagt, es gelingt mir nicht, weil ich da mit Ihnen nicht klarkäme, sondern ich stelle mir vor, wie es dann aussieht, wenn wir über den nächsten Haushalt entscheiden. Das müssen wir relativ schnell tun, weil da einige Projekte nicht mehr finanziert werden. Und dann geht es um ganz konkrete Fragen. Und dann habe ich gelesen, Sie sind der Auffassung, der Haushalt wäre ein Buch mit 7 Siegeln und da wären lauter Geheimzahlen dahinter. Es gibt nichts Transparenteres als den Haushalt des Landes Nordrhein-Westfalen. Und da müssen Sie dort die Frage beantworten, wie viel Geld geben wir ganz konkret für Kinderbetreuung aus? Geben wir das aus für U3, für über Dreijährige, für den offenen Ganztag? Wenn ja, in welcher Größenordnung? Und ich kann mir das so schwer vorstellen. Da müssen wir an der Stelle unserem Programm einen Realitätscheck unterziehen. Das ist natürlich völlig klar. Es ist zunächst mal eine Vorstellung davon, wo wir hinwollen, eine Zielvorstellung. Und dann ziehen wir in den Landtag ein, wird ja vielleicht möglich sein, und müssen dann tatsächlich Prioritäten setzen mit Ihnen gemeinsam und Entscheidungen fällen konkret. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das nicht ganz stimmt, was Sie gesagt haben mit den Zahlen. Wir kennen nur aggregierte Zahlen. Wir kennen im Beispiel Bau und Verkehr die Komplettsummen, wir kennen nicht die Anlagen, die sind stellenweise nur in den Ausschüssen bekannt. Unser Finanzarbeitskreis sind öffentlich, die Ausschüsse, da hätten Sie hinkommen können. Ja, unser Finanzarbeitskreis hat mehrfach versucht, im Landtag an diese Zahlen zu kommen. Ich kann Ihnen aber auch sagen, das ist vielleicht nicht viel, aber unser Arbeitskreis Wirtschaft und Finanzen hat im Bereich der öffentlichen Verwaltung ohne Personalabbau ein Optimierungspotenzial von 500 Millionen Euro ausgerechnet. Das ist vielleicht für den Anfang nicht viel, aber da werden wir gucken, was davon in der Realität übrig bleibt. Sie sind gefragt worden, danke, es ist ein Rückfall in das Thema, das wir vorhin abgeschlossen hatten, die Finanzen, aber das war die Antwort dazu. Wir bleiben bei den Kindern. Genau. Nach der Kita und dem Kindergarten folgt die Schule. Das ist unser nächstes Thema. Seit dem Juli des letzten Jahres gibt es in Nordrhein-Westfalen Schulfrieden. Sie drei haben den miteinander geschlossen. Die SPD, die Grünen und die CDU. Der Schulfrieden in Nordrhein-Westfalen besagt, dass die bisherigen Schulformen erstmal beibehalten werden und gleichzeitig ab dem Sommer die Sekundarschule dazukommt. Eine Schulform, mit der gemeinsames Lernen bis zur 10. Klasse zunächst möglich ist. Also alle haben diesen Frieden geschlossen, er soll 12 Jahre halten, auch das ist Teil der Vereinbarung.
Die Grünen, die SPD und die Union sind sich einig. Die FDP aber kritisiert diese Einigung. Herr Lindner, warum, wo nun endlich Frieden ist, wollen Sie nun wieder Krieg anzetteln? Nein, es geht ja überhaupt gar nicht um Krieg. Und dieser Schulkonsens hat ja positive Aspekte, ist doch völlig klar. Also im ländlichen Raum, ja sicher hat er positive Aspekte. Im ländlichen Raum die Kooperation von Haupt- und Realschulen zu ermöglichen, haben sogar FDP-Bürgermeister aktuell auch entsprechende Sekundarschulen eingerichtet. Das ist ja nicht das Problem, das wir kritisieren. Ich sehe ein Problem an einer anderen Stelle. Nämlich, dass die beliebteste und erfolgreichste Schulform, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, nämlich, dass das Gymnasium benachteiligt wird. 41% der Schülerinnen und Schüler gehen nach der Klasse 4 auf das Gymnasium, aber nur jedes vierte Gymnasium hat den Ganztag. Alle Sekundar- und alle Gesamtschulen haben ihn stattdessen als Regelangebot. Und da wird so langsam peu à peu das Gymnasium ausgetrocknet. Und wissen Sie was? Am Freitag kommt aus Hamburg ein Mann, der gehört der CDU-Fraktion dort in Hamburg an, der kommt auf eine Veranstaltung zu uns und der warnt davor, dass hier in Nordrhein-Westfalen heimlich, still und leise das passiert, was Schwarz-Grün in Hamburg mit einem Federstrich wollte, also da nämlich vor. Das Gymnasium austrocknen. Und das kann nicht sein. Es geht nicht um keine Privilegien, Frage. Aber die Schüler, die Eltern, die Lehrer am Gymnasium haben die gleichen Rechte und haben das gleiche Recht auf faire Rahmenbedingungen, wie die an allen anderen Schulformen auch. Frau Löhrmann, warum trocknen Sie... Warum trocknen Sie das Gymnasium vielleicht aus? Das kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls gestärkt haben Sie es nicht, oder? Also ich finde das ja irre, dass Herr Lindner sich jetzt zum Sachwalter des Gymnasiums aufspielt. Wir haben nämlich an einer Reform noch heute zu knapsen. Das ist die Ad-hoc-Übernacht-Einführung von G8 an Gymnasien, ohne dass das vorbereitet war. Das stimmt nicht. Da gab es keine Vorbereitung. Nein. Wir hatten ein völlig anderes Konzept. Das wäre viel besser. Wir haben nämlich gesagt, die Sekundarstufe 1 bleibt, wie sie ist. Genau. Und die Oberstufe wird flexibel gemacht und nicht diese Einschnitte. Und dann haben Sie, ich habe den Staatssekretär gewarnt, ich habe Herrn Rüttgers gewarnt. Nehmen Sie sich Zeit, bereiten Sie das vor. Sie haben den Gymnasien durch diese Ad-hoc-Maßnahme in der Sekundarstufe 1 reinzugehen, extrem geschadet. Das fällt auf Sie zurück. So, und jetzt komme ich, da kriege ich heute noch die meisten Briefe zu. Was tun Sie? Die meisten Briefe dazu, was das angeht. So, das Gymnasium heute. Der Schulkonsens ist beschlossen. Der Schulkonsens stützt sich auf die Unterstützung des Philologenverbandes, des Verbandes Bildung und Erziehung, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Ich habe am Tisch gesessen und Vertrauen aufgebaut und Verlässlichkeit aufgebaut mit der Schulleitervereinigung der Gesamtschulen und der Gymnasien. Die bekriegen sich nämlich auch nicht mehr. Sie wären mal in der Bildungskonferenz dabei geblieben, die Eltern. Auch, die tragen das auch. Der Schulkonsens ist auch von der Landeselternschaft der Gymnasien getragen worden. Und jetzt sage ich Ihnen mal Zahlen zum Thema Ganztag. Ich habe den Ganztag an allen Schulen, die ihn gewollt haben, auch an den Gymnasien genehmigt, trotz des gestoppten Haushalts. Wir hatten im letzten Jahr 7 Anträge vorliegen von Gymnasien. Mehr gab es nicht. Wir haben zum kommenden Schuljahr 11 Anträge vorliegen. Mehr gab es nicht. Alle vorliegenden Anträge zum Ganztagsausbau an Gymnasien haben wir genehmigt. Ich bleibe dabei, von Landesseite wird keine Schulform abgeschafft. Punkt, aus, Ende, Sturm im Wasserglas, Herr Lindner. Nein, ist kein Sturm im Wasserglas. Nein, das ist natürlich kein Sturm im Wasserglas. Also ein Unterschied macht es ja schon, wenn 100% aller Sekundar- und Gesamtschulen schon nach dem Buchstaben des Gesetzes im Ganztag sind. Das steht gar nicht im Gesetz. Sie haben eben... Sie haben es beantragt. Darf ich den Punkt eben zu Ende machen? Ich habe ja Sie eben auch ausreden lassen. Also es ist schon ein Unterschied, wenn alle Gesamt- und Sekundarschulen im Ganztag sind und bei den Gymnasien Sie noch gar nicht mal dazu übergehen, die anzuregen, mehr Anträge zu stellen. Das wäre doch Ihre Aufgabe. Ich bekomme doch die Briefe von Eltern, die schreiben, endlich sagt's mal einer, weil bei uns am Gymnasium die Klassen alle über 30 Schüler groß sind. Ich habe gerade mal Zahlen aus Essen gesehen. 34% aller Klassen am Gymnasium sind größer als 30 Schüler.
aber nur 19% der Klassen an der Gesamtschule sind größer als 30 Schüler. Da können Sie mir doch nicht sagen, dass das eine Gleichbehandlung ist. Im Geheimen feixen Sie doch schon über die CDU, dass die den Schulfrieden mit Ihnen geschlossen hat und Sie unter dem Tisch Ihre Politik fortsetzen können. Herr Röttgen, das geht natürlich in Ihre Richtung. Ne? Die FDP ist Ihr Koalitionspartner im Bund und der Vorwurf, dass Sie bei dem Schulkonsens, den Sie ja mitgeschlossen und mit unterschrieben haben, möglicherweise das Gymnasium den Bach runtergehen lassen, muss Sie schmerzlich treffen. Nein, weil er in der Sache wirklich völlig grundlos und keine ist und keine Substanz hat. Wir haben diesen Schulkonsens sogar initiiert. Und er hat eine ganz andere Funktion und einen ganz anderen Inhalt, als jetzt die Kritik hier geltend gemacht wird. Das, was wir erreicht haben, ist, dass wir nach Jahrzehnten auch hier des ideologischen Kampfes um Schulformen, um die Frage von Einheitsschule, darf es die Gesamtschule geben, soll das Gymnasium abgeschafft werden, alle diese Fragen haben wir doch jahrzehntelang diskutiert, ohne dass irgendein Schüler und irgendeine Familie am Ende von diesen, am Ende dann auch ideologisch geprägten Debatten irgendetwas hatte. Und jetzt haben wir mal an dieser Front bei den Schulformen, bei der Schulorganisation einen Frieden geschlossen für mindestens 12 Jahre, der darin besteht, dass in Nordrhein-Westfalen, auch jetzt in der Landesverfassung abgesichert, Schulvielfalt herrscht. Es gibt nicht das Ziel und das Modell der Einheitsschule, sondern es gibt die Hauptschule, die Realschule, das Gymnasium, die Gesamtschule und die Sekundarschule und die örtliche Politik, die Eltern, die Schulen haben die Möglichkeit, nach ihren Bedürfnissen zu gestalten. Ganz genau. Das ist erreicht worden, dass wir endlich mal diesen Schulkampf beendet haben. Und das ermöglicht es jetzt überhaupt erstmal, dass wir darüber reden, worüber Schulpolitik am wichtigsten und am meisten reden sollte, nämlich was passiert denn in der Schule? Was ist denn eigentlich der Anspruch von uns an Schule? Wie verstehen wir Lernen, Schule? Ist das mehr als Wissensvermittlung, Erziehung? Wie ist die Ausstattung? Gibt es Diskriminierungen? Müssen wir mehr Geld dafür ausgeben? Und, Ganztagsbetreuung. Wir kommen jetzt endlich mal zu den tatsächlichen Fragen. Dafür haben wir den Weg weggeräumt. Und ich glaube, ihr wart nicht dabei. Ihr habt gemerkt, es war ein Fehler, nicht dabei zu sein. Aber ich glaube, meine These ist, es hat in den 2 Jahren wirklich ein Ergebnis gegeben, das über den Tag hinaus Bestand hat. Und das ist dieser Schulkonsens, und zwar in einem positiven, befriedenden Warum haben Weise. Sie da nicht mitgemacht? Genau. Die Sekundarschule, so wie sie kommen soll, bringt Schüler unterschiedlichen Leistungsniveaus in einer Schule zusammen. Eigentlich Kern auch dessen, was Sie für Schulen fordern. Warum haben sich die Linken verweigert und da nicht mitgemacht? Na, Herr Röttgen hat ja ein bisschen Unrecht, wenn er sagt, dass jetzt endlich darüber geredet wird, was in der Schule passiert, sondern jetzt muss erstmal darüber geredet werden, was passiert eigentlich in diesen vielfältigen, unterschiedlichen Schulformen. Das ist eine. Das zweite ist, es ist die Mehrgliedrigkeit des Schulsystems verankert worden in der Landesverfassung. Das gab es vorher nicht. Das heißt, sie ist aber nicht in der Art und Weise. Genau. Nein. Schauen Sie doch mal. Nein. Ja, habe ich. War nicht so. So, die ist zementiert worden, diese Mehrgliedrigkeit. Das, was wir gefordert haben, ja auch mit SPD und Grünen gemeinsam, die haben es ja auch in ihrem Wahlprogramm vor der letzten Landtagswahl stehen, gemeinsam mit der GEW und dem Bündnis, ist eine Schule für alle, nicht die Einheitsschule, sondern eine Schule für alle, von der 1. bis zur 10. Klasse. Da gibt es in Nordrhein-Westfalen ein ganz wunderbares Beispiel für, das ist die Laborschule in Bielefeld, die genau dieses Prinzip als Schulform hat und zwar auch schon seit mehreren Jahrzehnten sehr erfolgreich ist. Eine der PISA-Siegerinnen ist in vielen Bereichen immer wieder bei jeder PISA-Studie neu. Das ist die Form von Schule, die wir wollen, weil diese Mehrgliedrigkeit, die selektiert, das ist ein furchtbarer Ausdruck, aber er zieht Kinder nach der 4. Klasse auseinander. Und es ist im europäischen Vergleich zu sehen, dass, wenn das gemacht wird, Kinder aus benachteiligten Familien weniger Chancen haben. Und wir erleben das doch auch hier, dass zum Beispiel das so ist mit dem geliebten Gymnasium von Herrn Lindner, dass ein Kind aus einer Arbeiterfamilie 3-mal so hohe Kompetenzen mitbringen muss, um überhaupt eine Empfehlung fürs Gymnasium zu kriegen, wie ein Kind aus einer Akademikerfamilie. Da wollen wir entgegenwirken. Wir sagen, Kinder sollen gemeinsam lernen. Es muss eine individuelle Förderung für die schwächeren Schülerinnen und Schüler geben, genauso wie für begabtere Schülerinnen und Schüler. Und dafür muss man insgesamt das Gefüge in der Schule ändern. Und da wäre es viel, viel einfacher, in einer Schule für alle das zu ändern, als jetzt in dieser auch chaotischen Schullandschaft, die es gibt. Es gibt ja auch viele Eltern, die überhaupt nicht wissen, was ist denn jetzt eigentlich wo? Wo gibt es eine Oberstufe, wo gibt es keine? Was ist der Unterschied zwischen der Sekundarstufe und der Unterschied zwischen den Gesamtschulen? Da gibt es viele Fragezeichen, da gibt es auch in den Kommunen viele Fragezeichen. Und ich glaube, der Weg wäre einfacher gewesen, mit uns eine Schule für alle einzuführen, als jetzt diese vielfältigen Schulformen, die, wie gesagt, eher ein Schulchaos als einen Schulfrieden gebracht haben. Herr Paul, zum Thema Bildung haben die Piraten ja schon ein sehr detailliertes Parteiprogramm, Kernpunkt.